Hallo und herzlich willkommen bei Alexander LP Let's Play Dream Simulator Classic. Wir fahren mit der 3D-Zug Roll MR. Hier die Fahrdienstleitung an 208, bitte kommen. 208 hört. Guten Morgen. Du hast heute zwei Dienste. Und morgen auch zwei. Und dazwischen viel Pause. Los geht's heute mit dem ICE 208 aus Basel, den du gerade übernommen hast. Du fährst ihn bis Koblenz, dort wirst du abgelöst. Dann habe ich noch mittags was für dich in Gegenrichtung. Beachte bitte, dass du beim 208 erstens nicht über den Flughafen fährst, sondern direkt ohne Halt nach Mainz über Kelsterbach. Beachte auch im weiteren Verlauf, dass du in Bingen Hauptbahnhof hältst. Noch Fragen? Nein, sonst ist alles klar. Dann gute Fahrt. Danke. So, ja, erstmal hallo und herzlich willkommen bei Alexander LP Let's Play Dream Simulator Classic, wie ich angefangen habe. Und 3D-Zug Fahrzeit. So, nicht Fahrzeit, sondern RS. Keine Ahnung. RZ meine ich. ICE 1 von Rheintal Teil 1. ICE 208, wie ihr das gehört habt. Wir fahren los von Frankfurt Hauptbahnhof nach Mainz, Bingen und dann kommt Koblenz. Ich glaube, keine Ahnung, wie lange das dauert, aber wir fahren ja in der Nacht los. Wir sind hier, bin ich ja blind im Moment. Drücken wir Tasten 5. Genau. So. Hier sieht schon nicht auf, aber hier können wir rausgucken. Da steht der andere ICE. Guck mal, welcher ICE das ist. So. Sieht aus wie... Uiuiui. ICE 10. Genau. Das ist die IC. Oh, ist doch schon was los in Frankfurt Hauptbahnhof. Wir sind IC 1. Gut, wir bringen uns rein. Fließgang, Vorgang eingegangen. So. Ja, Leute. Wir fahren los. So, jetzt kommt der Lüfter. Jetzt fahren wir los. So. Um 3.47 Uhr sollen wir bei Mainz Hauptbahnhof sein. Okay, das schaffen wir, glaube ich. Hoffe ich. Nicht dann. Nicht. Was ist denn das? Haben wir Signal rot? Glaube nicht. Hoffe ich. Auf den Tisch. Geben wir jetzt locker Gas. Wir fahren aber 30 raus, weil wir machen Mainz. Also jetzt
Frankfurt am Main Hauptbahnhof verlassen auf keine Ahnung welche Gleis. So, ab geht die Bäder, Leute. Sie-Fahr beschädigen immer, nicht vergessen. Ja, ich habe hier Ventilator an, weil hier 26 Grad in der Wohnung ist. Geht eigentlich, da kann man auch Ventilator auch ausmachen, aber ich habe keine Lust. So, jetzt drücken wir Sie-Fahr wieder und dann EZB. Genau, so. Wir dürfen jetzt 60 fahren danach. Ja, da ich ja kurzfristig immer ein, also jetzt Umfragen gemacht habe, also ich habe hier bei YouTube Umfragen gemacht und dann haben ja diesen die Idee von mir, dass ich das, also keine Ahnung gehabt habe, was ich dann Let's Play machen soll. Und dann habt ihr ja den Simulator ausgesucht, aber Strecke habe ich nicht hingeschrieben, weil das sollte ja auch dann überraschend sein, ne? So. Jetzt bin ich mal so ein paar Minuten mal ruhig. Ja, wir gucken, wir haben jetzt hier Frankfurt am Main verlassen. Also sind noch dabei. Ich kenne irgendwo her die Strecke. Da fährt man nach Fulda oder so. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Zugpersonal hat in Frankfurt am Main Hauptbahnhof gewechselt. Wir begrüßen Sie sehr herzlich im ICE 208 auf der Fahrt von Basel SBB nach Kiel Hauptbahnhof über Mainz, Bingen, Koblenz, Andernach, Remagen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Münster, Osnabrück, Bremen, Hamburg-Harburg, Hamburg-Hauptbahnhof, Hamburg-Dammtor und Neumünster. Den Endbahnhof Kiel erreichen wir voraussichtlich um 11.23 Uhr. Beachten Sie bitte, dass dieser Zug nicht über Frankfurt Flughafen fährt. Der nächste Halt des Zuges ist Mainz Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Genau, Leute. Wir fahren jetzt über die Brücke und fahren jetzt recht schon nach Mainz. Jawohl. Sorry, Leute. Ich muss gerade niesen. Klasse 1.
Ja, heutzutage fährt ja die ICE 1 ja nicht mehr so oft bei im Fulda rum. Keine Ahnung warum. Weil ICE 4 und ICE 3 sowie keine Ahnung wie, welche ICE noch. Ja, das ist einfach ein traurig, dass es nicht mehr so ist. Also ich glaube, so selten fahrt auch mal ICE 1 in Fulda. Ja, wir haben jetzt Geschwindigkeit so schnell noch, aber egal. Oh, da steht ein Güterzug. Der hat gewartet, bis wir durchkommen. So, jetzt können wir wieder auf 160 beschleunigen. Jetzt ja, eins hat ja einen die Grenze jetzt.
nächste Mal kommt Ramsi. Ja. Habe ich mir schon ein bisschen gedacht, dass Dream Simulator meistens jetzt hier sehen wollt. Als Ramsi oder so. Wieder Güter dazu. Okay. Ja, wir haben hier Ja. Jetzt über Raunheim. Stellen, weil das ja 3 Uhr noch was ist, 3 Uhr 35, dann sieht man ja nicht so vieles draußen, aber ja, ihr könnt euch schon vorstellen, wie es dunkel in Realität ist, und so ist es ja auch im Spiel. Bei meinem Zauberhof, aber wir ziehen das durch. Ja. Nachtfahrten ist schon so interessant. LZB mache ich hier auf 130. Ja. Hey. Trends. Ja, Geschwindigkeit. Ah, stimmt. War ein bisschen noch zu schnell. Wir halten ja auch nicht an. Da unten im Grün. Schön, ne? Leute, das sieht richtig geil aus. Wenn euch das Kanal gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben, ein Abo da und die Glocke aktivieren.
das sehen wir jetzt besser. Das ist, glaube ich, Fernlicht. Oder? Ja, das ist Fernlicht. Ah, okay. Jetzt seht ihr besser. Jetzt könnt ihr was sehen. Das ist normale Licht, Leute. Das könnt ihr auch mal gerne hier unten in den Chat reinschreiben. Bahnhof, Leute.
Fahrgäste. In Kürze erreichen wir Mainz Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten: Sie haben Anschluss an die Regionalbahn der Linie 75 nach Aschaffenburg Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 4.49 Uhr von Gleis 4a. An die S-Bahn S6 nach Mannheim Hauptbahnhof 4.56 Uhr von Gleis 5a. An die S-Bahn S8 nach Wiesbaden über Mainz Nord und Wiesbaden Ost. Planmäßige Abfahrt 4.59 Uhr von Gleis 1a. Sowie an den Nightjet nach Brüssel über Koblenz, Bonn-Beuel, Köln Hauptbahnhof Aachen. Planmäßige Abfahrt 5.04 Uhr von Gleis 3AB am gleichen Bahnsteig. Von allen Fahrgästen, die hier aussteigen, möchten wir uns verabschieden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächster Halt, Mainz Hauptbahnhof Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir stehen schon. Sorry Leute, dass hier das jetzt... Muss ja gerade eine Zwangsbremsung machen, sonst werden wir jetzt weiter auch bald so. Hui. Oh, jetzt haben wir lange Pause. Wir fahren erst um 3.53 Uhr ab. Heiß. Wir warten auf Anschlüsse und so. Die Zeit kann der Lokführer mal was zu essen holen. Hier, du. Hier. Jetzt müssen wir warten und warten und warten. Die Zeit hier in Mainz war ein bisschen gucken. Ach, da steht ja auch ein Zug. Ich bin hier ja nicht alleine. Das bist du, Feiner. Ah, ein Anschluss und Riesennummer. Alles klar. Ich stehe ja nicht am Bahnsteig. So hält sich aber auch in Realität der Zug, also ICE 1 an, mit dem Lüfter. Jo.
Deswegen fahre ich auch keinen Dreamsimwelt 3 mehr, sondern fahre hier mit den Simulator Classic. Weil da ist der Sound ja viel, viel realistischer. Also der bei ICE 1, die ICE 4 wurde jetzt auch realistischer gemacht. Den Sound. Jo. So, wir halten dann nach Bingen Hauptbahnhof an und dann Koblenz. Koblenz Hauptbahnhof und noch 91 Kilometer. Jawohl. Nach OMSI machen wir dann Fernbus Simulator und Physis Team, also Physis Team, weiß das ja, genau. Von Hamburg nach Dresden, genau. Tisch. Eigentlich in Realität kann man das nicht machen, aber es spielt schon. Hier in der Nacht fährt mehr Eis ins Güterzüge. Wir begrüßen auch
Hörer den Mainz zugestiegenen Fahrgäste im ICE 208 auf der Fahrt nach Kiel. Hauptbahnhof, der nächste Halt des Zuges ist Bingen. Hauptbahnhof, wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Als mit drin sind Welt 3, jetzt 4, Ende des. Ja, aber Anfang September soll das irgendwie drin sind Welt 4 erscheinen, aber das werde ich mir nicht kaufen. Weil die. Ne. Das ist unlogisch. Die erstmal drin sind, Welt 3 fertig gebaut. Das ist falsche Richtung, was sie machen. Thank you.
so mitwackelt, dann denkt man, man sitzt im Zug drin. Wir sind gleich in Bingen Hauptbahnhof und dann fahren wir nach Koblenz. Wie schnell wir jetzt fahren? Moment. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dann habe ich gedacht, naja, ich lasse jetzt mal 150, weil da kommt ja 150, wie ihr das seht. Weil 160, 150 wieder und da bringt ja nichts. Ja. Die Fahrdienstleitung an 208, bitte kommen. 208 hört. Den Halt in Bingen hast du noch auf dem Schirm? Ja, ich werde da schon nicht vorbeifahren. Prima. Noch ein Hinweis. Solltest du zu früh da sein, kann es auch sein, dass du dann hinter einem Güterzug bist. Versuche also möglichst entspannt zu fahren und dennoch nicht zu spät zu sein. Aber wenn du dann direkt hinter dem Güterzug bist, ist das auch nicht weiter schlimm. Das ist nur anstrengender. Ja, stimmt. Danke für die Info wegen dem Güterzug. Ja, was machen wir jetzt? Leute, ich mache einfach mal ein bisschen zügiger, dass wir hinter den Güterzug kommen. Nein. Solange ich noch Signalgrün habe, ist mir das egal.
Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Bingen Rhein Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Dort besteht Anschluss an die Regionalbahn der Linie RB26 nach Koblenz Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt wäre 4.43 Uhr von Gleis 103 sowie an die Regionalbahn der Linie RB35 nach Worms Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt hier ist um 5.09 Uhr von Gleis 201 sowie an die Regionalbahn der Linie RB65 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof 5.16 Uhr von Gleis 202. Allen, die hier in Bingen aus- oder umsteigen, wünschen wir noch einen schönen Tag und sagen auf Wiedersehen. Nächster Halt Bingen Rhein Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Pause. Um 4.13 Uhr haben wir Abfahrt. Jawohl. So soll es sein. Pünktlichkeit ist gefragt. Bis hierhin. Boah. Schon eine Strecke, ja. Also. Jo. So. Verletztes TV-Schaubild. Im Dunkeln. Wieder auf Handy gucken.
Einsteigen bitte. Zug nach Koblenz. So. Mal gleich losfahren. Ja, ich gucke extra hier auf den zweiten Bildschirm. Hier habe ich meinen zweiten Bildschirm, nicht da. Ja, eigentlich muss man so haben, aber ich fühle mich besser. Okay, Abfahrt. Verlassen jetzt Bingen Hauptbahnhof und fahren nach Koblenz Hauptbahnhof. Ungefähr 60 Kilometer noch. Und dann endet es dort auch das Let's Play. Nicht aufnehmen, höre ich immer meistens Musik an über Spotify und ja. Ja.
Aber in Realität haben die auch kein Fernlicht an, oder? Wenn jetzt keine Häuser da sind und Bahnsteige kommen. Oder machen die das? Die Lokführer mit TF, die Fahrzeugen, Fahrer meine ich. Oder lassen die es so jetzt so wie ich? Gerne von euch wissen. Das könnt ihr auch gerne in den schönen Kommentaren unten nutzen. Kennt ihr ja, ich habe das letzte Mal euch hell gezeigt, jetzt zeige ich euch im Dunkeln. Ja, heute mal wieder ein langes Video. Na, dass ihr Bescheid wisst, warum das so lange geht. Aber ihr könnt das ja immer für Stück angucken. Und jeder Pause reinmacht. Weil es ja schon ein langes Video jetzt ist. Und ja.
rein. Ich muss ein bisschen spielen hier mit dem ICE. Anhält. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir ICE sind und nicht die Bahn anhalten. So, wir beschleunigen gleich 110. Sie kommt jetzt mal eins, zwei Videos mal weniger. Also ein, zwei nur ein paar Minuten und so über
jetzt gerade mit Train Simulator. So kleine Werbung machen. Ihr könnt gerne auch den Lukas Let's Play abonnieren. Gerne. Mit ihm arbeite ich jetzt im Moment also sehr viel zusammen. Wir haben zusammen einen Betrieb bei Busbetrieb Simulator. Das ist jetzt Omsi Werbung. Und genau, wenn ihr da auch mal ihn mal unterstützen könnt. Ja, macht auf mal Video. Aber ich denke mal jetzt nicht so viel so wie ich. Kleine Werbung jetzt gemacht. Nur wenn ihr wollt, könnt ihr gerne rüberschauen. Ich schicke das Link auch hier gerne runter. Zwei verschiedene Projekte. Ist vielleicht auch mal gut so. Mal haben wir zusammen was Projekt, aber im Moment haben wir keine Zeit damit zusammen aufnehmen oder so. Weil die Arbeit ja bei uns bald immer ruft. Haben wir ja, haben wir zusammen keine Lust auszunehmen. Zum Beispiel ich nehme den Stream Simulator auf und er keine Ahnung was. Und ja. Ich denke ja auch so, ja. Aber er macht gute Videos, auch so wie ich. Ich nehme das jetzt hier über Stream-Elemente auf. Oh, zu schnell. Habe ich ja nicht aufgepasst. Weil man voll abgelenkt ist, was man redet möchte, und genau, muss man sich aber auch konzentrieren, ne? Naja, jetzt haben wir uns genug konzentriert, jetzt kommt gleich Feierabend.
Nein, ich muss noch. Habe ich keine Lust gehabt auf. Deswegen habe ich mir selber eine Zwangsbremsung gegeben. Das Signal war doch rot. Das habe ich genau gesehen. Habt ihr auch, oder? Ich glaube schon. Mal übermüdet. Also das heißt, voll konzentriert bin ich nicht gewesen, sondern ganz mal zack gemacht. Hätte ich jetzt eine Zwangsen gehabt, wenn ich jetzt hier so hart gebremst hätte. Wir fahren jetzt mit Schleichen. Wir sind jetzt Schleichzug. Ah, ich verstehe. Ich wollte mich ärgern. Naja, die Fahrdienstleitung. Wahrscheinlich ist da vorne ein Güterzug und wir müssen uns immer hier die Geschwindigkeit abgrenzen. Oder eine Region zu. Fahrdienstleitung, Herr 208, bitte kommen. 208 hört. Deine Koblenzer Ablöse hat anscheinend verschlafen. Ich organisiere dir aber einen Ersatz. Du hast in Koblenz definitiv bis zur Mittagpause. Melde dich, sobald du angekommen bist. Alles klar, mache ich. Dann endet das Let's Play auch.
Beeinflussung. Einfach mal ein bisschen mit der LZB rumspielen. Wirklich ein Zug vorne. Schlafen können. Ja, Zwanzen. Habt ihr ja, könnt ihr jetzt mal Strichliste machen, wie viele Zwanzen ich gehabt habe. Thank you.
entweder das ist Normallicht oder Fernlicht. Wir kommen langsam zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt doch einen Kommentar unter diesem Video. Besucht mich bei Facebook Fanpage. Lasst doch ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare mal schreiben tut. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Koblenz Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Dort haben Sie Anschluss an die Regionalbahn der Linie RB23 nach Limburg an der Lahn. Planmäßige Abfahrt 5.09 Uhr von Gleis 5. An die Regionalbahn der Linie RB82 nach Perl über Trier. Planmäßige Abfahrt ist 5.10 Uhr von Gleis 9. An den Regionalexpress der Linie RE5 nach Wesel 5.16 Uhr von Gleis 2. An den Regionalexpress der Linie RE8 nach München-Gladbach Hauptbahnhof über Koblenz-Stadtmitte, Koblenz, Lützel, Köln, Messe, Deutz. Planmäßige Abfahrt 5.19 Uhr von Gleis 8 sowie an die Regionalbahn der Linie RB26 nach Köln-Delbruck. Über Koblenz Stadt mit der Koblenz Lützel, Remagen, Bonn, Köln. Planmäßige Abfahrt ist 5.26 Uhr von Gleis 2 am gleichen Bahnsteig. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächster Halt Koblenz Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zu unterhalten. Zwangsen. Ja, mir hat's gefallen und wenn ihr noch so weitere Videos sehen wollt, solange
könnt ihr gerne auch in den Kommentaren schreiben. Ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Lokführer Alexander LP. Eure ICE 1. Vier Uhr 54. Jetzt an Abfahrt. Ich nicht mehr. Wir sind ja von Frankfurt gefahren nach Koblenz. Mal gucken, wann das nächsten Aufgaben werde ich dann belegen. Also erst OMSI kommt jetzt und dann kommt von Fernbus. Also nicht alle zwei, drei Tagen. Ja, wir sind aber pünktlich, ne, Leute? Auch die Zwangsen war, aber Planeten tut er gut. Hier 208 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Ich wollte Bescheid geben, ich bin jetzt in Koblenz angekommen. Schön. Der Kollege zur Ablösung auch da? Ja, er kam wohl kurz vor Ankunft ganz knapp an. Oh, perfekt. Dann hat ja alles geklappt. Bitte sei um 12.40 Uhr an Gleis 4 zur Übernahme des ICE 923 nach Frankfurt. Ich werde da sein, dann bis später.